Das Verblühte einer Rose schneiden ist für viele Leute auch manchmal nicht ganz so einfach zu entscheiden. Wo schneide ich mein verblühtes Röslein ab, damit wieder eine schöne Blüte kommt? Und das will ich euch jetzt in diesem kleinen Video zeigen. Die Voraussetzung dafür ist eine gute Schere. Ja? Ich selbst verwende nicht dieses Schweizer Edelfabrikat, dessen Namen wir jetzt nicht nennen wollen, sondern ich selbst verwende hier eine gute deutsche Schere, die Löwe 11. Mein Vorteil, den ich in ihr sehe, sie ist sehr schlank. Ja? Sie hat einen sehr guten Stahl, der sehr lange schnitthaltig ist. Ja? Sie lässt sich gut reinigen. Sie hat einen angenehmen Griff, der nicht zu groß und zu klobig ist. Und sie ist aber auch einfach nicht so schwer. Also tolle Schere, ich mag sie sehr. Die Grundvoraussetzung, bevor ich anfange, ist, ich reinige die Schere. Ja? Damit keine Verschmutzung und keine Keime in meine Rosen kommen. Weil die Rose hat ja innen das weiße, weiß-grünliche Mark, ja, und das ist sehr empfindlich für Verschmutzungen, und dann tut der Trieb da, wo er verschmutzt wurde, eigentlich mehr faulen und kostet die Rose unheimlich viel Kraft. Und jetzt mache ich noch was. Man kann natürlich sagen, es ist übertrieben, aber die Erfahrung sagt mir einfach, dass es gar nicht sauber genug sein kann, wenn ich mein Röschen schneide, und daher tue ich die Klinge noch mit Bioethanol, sprich Alkohol, desinfizieren, und ich kann es auch abfackeln. Brennt mit einer blauen Flamme, sieht man jetzt nicht, aber wenn man die Hand erhält, merkt man, es ist warm. So. Da brennt es auch noch gut. Alles bestens. Das ist die Rose Rhapsody in Blue. Blüht dunkelblau mit vielen Blüten. Ja? Und ich muss jetzt einfach diese Hagebutten, ja, die muss ich wegschneiden, weil die ganze Kraft der Rose geht jetzt in die Hagebutte. Und das will ich nicht. Ich will ja, dass sie wieder blüht. Wo schneide ich ab? Und dazu schaue ich mir den Stängel an, ja, und schaue, wo der Stängel dicker wird, weil wo eine dicke Stange steht, habe ich auch ein kräftiges Auge, und wo ein kräftiges Auge ist, kommt auch ein guter neuer Austrieb raus. Und mit dem Austrieb kann ich natürlich auch die Wuchsrichtung der Rose steuern. Und ich nehme jetzt einmal da hin, dieses Auge, das gefällt mir gut, schneide leicht schräg einen Zentimeter drüber ab, ja, habe einen glatten Schnitt, da machen wir dasselbe. Wenn ich jetzt hier schneide, zum Beispiel da oben, das ist alles zu dünn, das bringt gar nichts, das ist mir auch noch zu dünn, hier ist es schon dicker. Eigentlich schneide ich hier unten ab, da machen wir da ein bisschen was weg, damit man sieht, wo es lang geht. So. Also es dreht sich um dieses Blatt und um dieses Auge hier. Ja? Und da schneide ich leicht schräg drüber ab, einen Zentimeter, zack, und gut ist. Ja. Genau dasselbe machen wir jetzt hier. Da haben wir hier, dann machen wir mal den da weg. Und jetzt haben wir da diesen Trieb, der wird hier die Stange sehr schön dick. Da haben wir ein kräftiges Auge, man kann es richtig schon sehen. Ja. Und da schneide ich jetzt hier einen Zentimeter drüber, schnapp ab. Und hier habe ich dann das Weiße in der Rose, das weiße Mark, das ja auf der anderen Seite natürlich auch ist, und das sollte sauber bleiben. Und darum schneiden wir nur mit einer sauberen, sehr scharfen Schere, ja, und wir schneiden nur an einem Tag wie heute. Leicht windig, sonnig, warm und trocken. Wenn Regen am Himmel ist, ja, tun wir nicht schneiden, weil dieser Schnitt sollte jetzt gut eintrocknen können und sich verschließen, damit er nicht mehr empfindlich ist für Keime. Diese Rose heißt René Leautre und Monsieur Lenôtre. Monsieur Lenôtre war der Gärtner vom König von Frankreich und hat Versailles erbaut. Und jetzt hat er auch eine Rose mit seinem Namen, es sei ihm gegönnt. So, da die Rose jetzt viel zu lang nicht geschnitten wurde, hat die Rose für sich selber den Notstand ausgerufen. Und fängt schon, obwohl noch das Verblühte da steht, hat sie da schon einen sehr schönen Austrieb gemacht, auf dem auch schon eine wunderbare Knospe steht. Also das schneide ich nicht weg, sondern ich schneide meinen alten Stängel, das Verblühte, einen Zentimeter drüber weg. Zack. Und jetzt habe ich da meinen frischen Austrieb alleine stehen, und das ist gut so. Und da ist auch schon der nächste. Ja. Da ist der nächste, der kommt von unten aus der Stange raus, auch schön.
Dann der da, der hat noch keinen Trieb, den schneide ich hier ab. Und ungefähr 5 mm bis 1 cm über dem Auge, leicht schräg vom Auge weg. Ja? So dass, wenn es jetzt regnen sollte, morgen oder übermorgen, das Wasser nicht auf dem Schnitt steht, sondern auch nach hinten wegläuft und nicht aufs Auge. Dann ist gar nichts falsch gemacht. Und da haben wir auch wieder Stange, die hat hier, da zeigt einem die Rose förmlich, was sie will. Ja? Und da hat sie hier einen austrieben Junge und hat da einen austrieben Junge. Der ist kleiner, der ist stärker, den behalte ich mir. Das heißt, ich schneide hier einen Zentimeter drüber. Zack. Das ist eine französische Landrose. Ich glaube, eine Delbar-Rose. Ja, das ist eine Delbar-Rose. Die hat den Namen Tourmaline. Und sie macht wunderschön die Blüten auf. Ist eine Bienenweide-Rose, auf der auch gerne kleine Bienchen, Wildbienen umeinander klettern. Ja. Und wie man sieht, tut sie wie verrückt befruchten und Nektar suchen. Das ist jetzt schön, gell? Mhm. Kriegt man selten so. Die ist da noch eine Zeit lang wunderschön und da vorne ist sie jetzt verblüht und da schneide ich sie jetzt nach, damit sie wieder weiter blüht. Und dann nehme ich mir dieses Auge, hier wird die Stange dick, dick, dick. Da ist sie jetzt schön dick, hat hier praktisch ein kräftiges Auge und ich schneide so über dem Auge wieder ab. Das war jetzt kein wirklich perfekter Schnitt. So. Und dann hier dasselbe. Wuchsrichtung ist jetzt so nach vorne. Ja? Und da suchen wir jetzt auch wieder das passende Auge. Vor unserem historischen Rosenbeet, das heißt, das sind alles historische Rosen, vor 1867, also 18. bis 17. Jahrhundert. Und hier stehen wir bei der Rose, die heißt Ballerina. Und die Ballerina blüht ein klein wenig wie eine Hortensie, mit vielen, vielen kleinen Blüten in Dolden. Und die muss man eigentlich auch zurückschneiden, weil die Ballerina ist keine einmal blühende Rose, was man bei historischen Rosen öfters hat, sondern sie ist eine öfters blühende, das ganze Sommerjahr durch blühende Rose. Also muss ich die Büschel, die verblüht sind, auch abschneiden. Und auch hier gilt wieder das Gleiche. Ich tue jetzt nicht die kleinen Einzelblüten abschneiden, das ist ja Blödsinn, sondern ich schaue mir hier den Stängel an, wähle eine Stelle, wo er eine gewisse Dicke hat, dass ich ein großes, starkes Auge habe und wähle aus den zwei nächsten Augen, die da kommen, die Wuchsrichtung raus. Und ich möchte, dass die Rose ein bisschen in die Richtung rüber geht, also schneide ich jetzt hier ab. Und dann ist das Auge, das hier in der Blattachsel sitzt, praktisch aktiviert und wird dann so austreiben. Und alles ist gut. Und da habe ich auch noch einen, den schneide ich auch an einer dickeren Stelle ab. Diesen kleinen Buschel weg. Ja. Da habe ich auch noch einen. So. Und immer wieder schauen. Man muss einfach die Geduld aufbringen, die Rose genau anzuschauen, die Stängel anzuschauen, wo ist er dick genug, wo ist ein Auge, das in eine Richtung wächst, die mir gefällt, und dann kann man es da auch abschneiden. Einen Zentimeter über dem Auge und gut ist. Da schneide ich da ab. Und in 3-4 Wochen wird alles wieder frischer blüht. Das ist die Rose Mutabilis, die mehrfarbig blüht. Ja. Wenn sie verblüht, wird sie so hell und wenn sie frisch aufgeht, hat sie diese dunkle Farbe. Jetzt ist natürlich schon alles sehr verblüht und daher ist kaum noch was zu sehen. Aber wenn sie dann wieder in voller Blüte steht, dann ist sie wirklich mit hellen und dunkelroten Blüten übersät und das ist unheimlich schön und sehr luftig, duftig in der Blüte. Da ich zu lange dazu warten musste, diese Rosen zu schneiden, hat sie hier schon unheimlich viele frische Austriebe gemacht, die auch schon mit kleinen Knöspchen versehen sind. Ja. Aber da habe ich einen starken Trieb und der hat auch eine Blüte und den nehme ich mir jetzt, oder ich nehme den drunter auch noch mit und schneide es so ab. Ja. Genau dasselbe mache ich hier auch. Ich habe hier zwar auch schon Austriebe und dann habe ich da schon eine große Knospe. Da schneide ich dieses kleine Verblüte weg und diesen großen Ast. So, dann habe ich das hier, diese Majorek, jetzt habe ich da meine Knospen rausgeschnitten. Hier muss ich schon mehr aufpassen, damit ich nicht frisch angetriebene Knospen mitschneide.
aber ich muss auf jeden Fall der Rose helfen, wieder für sich frisch auszutreiben. Da ist es jetzt ganz stark, da hat es ganz, ganz viele, man sieht es an der roten Farbe, ganz viele frische, junge Austriebe zwischen den Hagebutten. Ja. Da muss ich aber ganz vorsichtig gehen und Korrektur schneiden, aber viel wegschneiden kann ich hier nicht, weil sonst mache ich schon viel zu viel von den frisch gewachsenen Knospen weg. Also das ist jetzt mein Fehler. Ich könnte jetzt nicht radikal schneiden und unten schneiden, ja, aber dann würde ich das alles abschneiden und das blüht in zwei Wochen. Und das ist ja dann auch schön, wenn ich jetzt nur zwei Wochen warten muss. Der Nachteil ist natürlich, dass wenn ich das jetzt stehen lasse, ja, dann habe ich diese Blüten schon, aber das gibt natürlich wesentlich kleinere Knospen, kleinere Blüten. Und wenn ihr ein bisschen weiter unterschneidet und nehmt die zwei, die da sind, dann wird es wieder eine schöne große Blüte. Das war jetzt alles zum Schneiden. Wenn Sie noch Fragen haben, tun Sie uns auf unserem Kanal anschreiben. Ja, wir versuchen so gut wie geht zu antworten und Ihnen Hilfe und Unterstützung zu geben. Ich wünsche euch noch ein schönes Rosenjahr.